Ja, und damit hallo und herzlich willkommen auch Richtung YouTube zu einer neuen kleinen Aufnahme von Elite Dangerous. Da sind wir wieder und ich muss ganz kurz mein Goldfischgehirn wieder auf den Stand bringen. Was wollte ich machen? Ich wollte Ingenieure machen, genau. Und zwar, ich erinnere mich, ich wollte... Da hat das Bild gefehlt. Wo ist er denn? Der Todd the Blaster McQueen. Nein, den will ich nicht. Ich will diesen anderen da. Den Dweller. Hier. Den will ich freischalten. Da müssen wir Schwarzmarktkontakte knüpfen. Was so viel bedeutet wie... Wir müssen Sachen auf dem Schwarzmarkt vertickern. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt heute mal. Das heißt, wir starten mal, machen Signalquellen und versuchen, illegale Fracht zu bergen. Wir haben hier, jetzt mal gucken, auf der galaktischen Karte, müssten wir theoretisch Dienste, Schwarzmarkt. Man sieht hier, wir haben hier alles, was jetzt gerade... Ich mache mir hier diese ganzen Routen alle mal raus... So, ich mach das mal alles weg hier. Toll, das funktioniert gut. So, okay. So, Frosty Night, hello. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Oder einen schönen Sonntag, besser gesagt. Nachmittag eigentlich. Wieso ist die Fracht eigentlich illegal? Sie wurde doch aufgegeben. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe das nie verstanden, warum plötzlich Fracht illegal ist. So, auf jeden Fall. Wir haben hier diese roten Punkte. Das sind alles Schwarzmärkte, die wir haben. Ich will jetzt nur gucken, das wäre... ich möchte nur sehr gerne bei der Systemansicht... So, okay. Das System fällt schon mal raus. Warum, zeige ich euch gleich. Es ist hier so eine kleine Station hier. Da können wir mit dem großen Schiff nicht landen. Ich suche nämlich ein Schiff, wo beispielsweise so eine Station hier ist. Hat folgenden Hintergrund. Ich weiß nicht mehr, welche Schwarzmärkte ich wie gemacht habe. Aber, warum ich das tue, ist folgendermaßen. Auf Planetenland, es ist so, ich muss... in die Station relativ fix reinfliegen, bevor mich der Sicherheitsdienst scannt, wenn ich illegale Fracht dabei habe. Das Problem dabei ist aber, auf Planeten, wenn ich lande, kann mich der Sicherheitsdienst permanent scannen. Und das bedeutet, wenn man permanent gescannt werden kann, dann bin ich beispielsweise zwar schon gelandet, habe trotzdem illegale Fracht dabei und deshalb, ja, kriege ich trotzdem eine Strafe. Drum gehen wir jetzt praktisch in dem Zuge einfach mal davon aus, dass wir illegale Fracht so bergen, dass wir sie auf eine so eine Station verkaufen können. Das Tolle ist, ich weiß nur leider nicht, welche Schwarzmärkte ich schon gemacht habe. Das ist das Problem. Das heißt, ich weiß nicht, wo ich schon gehandelt habe. Das heißt, es kann sein, dass ich auf irgendeine Station jetzt gerade komme, wo wir schon mal mit dem Schwarzmarkt gehandelt haben und dann zählt's nicht. So, musst du deine Wärmesignatur deaktivieren. Meinst du einfach einen Kühlkörper abwerfen oder meinst du Silent Running? Wobei ich tatsächlich, ich glaube, es ist einfacher, wenn man... wenn man einfach so reindüst. So, jetzt sind wir hier. Und wir haben keine illegale Fracht natürlich dabei. Die holen wir uns jetzt noch. Hoffentlich. Indem wir hier ein bisschen weitermachen. Dann machen wir voller Stopp. Und dann muss ich kurz gucken. VSS. So. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier an Signalquellen haben. Verschlüsselte Emissionen. Silent Running, die können dich da nicht anvisieren. Okay, ist auch gut.
Dann machen wir, probieren wir es mal so. Degradierte Emissionen. So. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Dann probieren wir das mal. So, wir fliegen dann hin zu diesen degradierten Emissionen hier. Ach du Schande. Warum müssen die so weit weg sein? Weil wir müssen illegale Fracht nämlich noch finden. Und man kann es natürlich versuchen, auf dem Planeten zu finden. Das Problem ist aber, auf Planeten eine illegale Fracht zu finden, das ist ungefähr so wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen. Das wird relativ schwierig. Von daher probier es mal so mit den Signalquellen. Oftmals ist so degradierte Emissionen oder sowas, heißt, da könnte zerstörte Schiffe sein. Oder Schiffe, die Fracht abgeworfen haben. Und das bedeutet, wenn man dahin fliegt und die Fracht einsammelt, hat man illegale Fracht. Und dann wird man mal gucken, dass man das alles, rausbekommen. Wäre so der Plan jetzt erstmal. Weil, wie gesagt, also, was kurz der Plan wäre, ist tatsächlich den Dweller freizuschalten. Mit dem Dweller. Jetzt muss ich mal auf Inara gucken, wir haben ein bisschen Zeit gerade. Ist es so, wenn wir bei dem Dweller gerade Stufe 3 bis 4 erreichen mit dem Upgrade unserer Waffen, dann erzählt er uns vom Lei Chung. So, und der Lei Chung, oder Bio Choing, Choing, ich habe keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Der hat einen Vorteil, weil der kann uns nämlich die Shield Booster bis auf Stufe 3 upgraden und die Shield Generators auf Stufe 5. Das heißt, wir können mit ihm gegebenenfalls, hoffentlich, dann unsere Schilde mal so weit upgraden, dass wir auch, mit viel Glück vielleicht heute schon, in eine Kampfzone fliegen können und deutlich länger durchhalten. Weil ich würde die Schilde gerne ein wenig umbauen. Und zwar würde ich den Schildgenerator gerne auf Reinforced abändern. Das heißt, dass der Schildgenerator eine erhöhte Stärke hat. Heißt, er hat mehr Energie zu verteilen. Also die Ringe, die man unten sieht, haben einfach mehr Energie, haben mehr Hitpoints. So, einfach ausgedrückt. So, und dann mit den Schildboostern will ich dann die Widerstände hochpumpen. Weil momentan habe ich einen Thermal Resistant Shield Generator. Und ich würde jetzt die Widerstände gerne alle so hochpumpen, dass ich mit den Shield Boostern praktisch die ähnlichen Widerstände habe. Also allem voran erstmal thermalresistent. Und dann eben das ganze andere Gelumpe. Weil ich habe echt die Hoffnung, dass wir dann durch die erhöhte Energie plus die Shield Booster, die uns dann eine Verteidigung gegen kinetischen Schaden bringen, gegen Laserschaden, also Thermal, oder gegen Explosionen, dass wir dadurch einfach deutlich länger durchhalten, A, die Schilde länger halten und zum Zweiten, wie auch, sage ich mal, größere Schlachten viel, viel einfacher, ja, als sonst bewerkstelligen können. Weil momentan ist das Hauptproblem, die Waffen gehen so einigermaßen, wir machen viel Schaden, das Problem sind einfach die Schilde im Moment. Und die würde ich gerne upgraden. Dann haben wir das Thema nämlich durch und dann können wir damit. Ich kann mal hier übrigens ganz kurz. Dann können wir damit hoffentlich auch viel, viel entspannter, sag ich mal, haushalten. Weil dann haben wir halt natürlich auch die Kühlkörper und alles klar. Und können mit den Schildbatterien aber auch nochmal länger durchhalten. Was mir jetzt beispielsweise, glaube ich, gegen Targoiden wenig bringt, aber dafür habe ich ja gesagt, wir machen dieses Schiff hier, wird ein komplettes Kampfschiff gegen, keine Ahnung, alles, was halt sonst so gibt im Universum, und dann bauen wir uns noch ein wunderschönes Targoiden-Kampfschiff. Das ist nur das nächste Schiff, was ich in die Flotte reinpacken möchte. Da werden wir aber vorher erstmal noch ein bisschen Mining betreiben müssen, glaube ich, dass wir genügend Kohle haben, dass wir das Schiff geupgradet kriegen. Also, dass wir uns ein Targoiden-Angriffsschiff leisten können, plus eben die ganzen Upgrades dann. Schau mal, ich bin sehr gespannt.
Und normalerweise ist immer ganz cool bei so degradierten Emissionen oder sowas. Weil die degradierten Emissionen einen Vorteil bringen. Das heißt nämlich in der Regel, dass da Schiffe sind, die explodiert sind. Und mit viel Glück gibt es da eben illegale Fracht. Und wenn wir da jetzt mehr haben, also nicht nur einen, sondern beispielsweise drei illegale Frachtcontainer, dann müssen wir die nicht alle auf einem Schwarzmarkt verkaufen, sondern es reicht praktisch, wenn wir das einsammeln und dann relativ zügig so fliegen, dass wir zum nächsten Schwarzmarkt hindackeln. Also erstmal illegale Fracht irgendwo aufgabeln und dann Schwarzmarkt handeln. Theoretisch, theoretisch würde es, glaube ich, auch einfacher gehen. Und zwar könnten wir beispielsweise auch in irgendein System fliegen, dann ganz normal im Laden was kaufen, also Waffen, also, keine Ahnung, Waffen, Alkohol, sonst irgendwas, und könnten dann dieses Material wieder auf irgendeinem Schwarzmarkt vertickern. Das könnte man auch machen, dass man praktisch gar nicht mal das Zeug, keine Bergung machen muss in dem Sinne, sondern dass man einfach, halt ein System fliegt, zum Beispiel du fliegst zum Imperium, kaufst Sklaven ein und verkaufst sie im föderalen Raum. Weil im föderalen Raum sind Sklaven verboten, könntest aber auf dem Schwarzmarkt trotzdem verkaufen, natürlich. Wobei ich mich da gerade spannend finde, wie du Sklaven als Ware kaufst. Also, ihr wisst, was ich meine, so auf dem Prinzip ungefähr. Ich weiß gar nicht, ob du Sklaven wirklich so als Ware kaufen kannst, ob das als Ware durchgeht im Warenmarkt. Ich meine, ich habe irgendwo mal gelesen, Sklaven irgendwie einsammeln. Also ich weiß nicht, ob du die einfach in die Frachtluke reinsteckst und dann so, hier sind jetzt meine Sklaven oder... Keine Ahnung, wie das funktioniert. So. Auf jeden Fall, das wäre so der, der Plan heute. Vielleicht haben wir ganz viel Glück. Und wir kriegen so viele Sachen einfach raus, dass wir heute relativ fix, sag ich mal, den Dweller freischalten, dann irgendwie es schaffen, unsere Waffen so weit abzugraden, dass wir dass er uns von dem anderen Ingenieur erzählt, und dann schauen wir mal. Muss man eh noch schauen. Wenn ich das richtig sehe, müssen wir noch 200 Einheiten Gold kaufen für den. Da würde ich dann tatsächlich mit dem anderen Schiff losfliegen. Weil da haben wir deutlich mehr Frachtkapazität und die Sprungreichweite geht so einigermaßen. Also da müssen wir uns eigentlich nicht davor verstecken, dann glaube ich. Aber das wäre so der ungefähre Plan heute. Da, 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 da. So. Mal schauen wir mal. Ich muss noch was trinken. Und zwar zur Abwechslung vielleicht keinen Kaffee, das wäre schön. Fraktion Contrail, Status Aufschwung. Wir haben noch 15 Minuten Zeit für dieses, für die Signalquelle, was ich sehr gut finde. Hallo? Okay. Cargo scoop deployed. Programming limpet drone. So. Das war ein Type 9 Heavy oder Type 10 Heavy. Da ist, glaube ich, einiges hier schiefgelaufen bei dem Schiff. Ja, da ist, glaube ich, was schiefgelaufen hier. Ah, juhu, illegale Fracht. Geil. Und schon haben wir illegale Fracht. Genau das meinte ich. Chemiemüll. Super. Solange jetzt nicht gleich irgendwie hier der
Hier ist ganz schön viel, ne? Container, Schrott, Container, Chemiemüll. Container, Giftmüll. Ich frage mich ja... Also ich frage mich ja eine Sache, ne? Du hast ja so einen Chemiemüll-Container. Der ist jetzt hier praktisch im... Er hier verteilt komplett. Und mit einer Sache hat Jeremy schon recht. Wieso zum Teufel ist diese Bergung jetzt eigentlich illegal? Ich meine, das Schiff ist hier abgeschossen worden. Also, oder anders. Die Fracht illegal an sich heißt ja eigentlich nur, Giftmüll ist in diesem Gebiet verboten. So, A, warum ist dieses Schiff dann hier? Wenn es weggeschossen wurde, warum hat keiner die Fracht genommen? Oder ist das Schiff einfach so explodiert? Zweite Frage, die ich mir stelle... Wieso zum Teufel, ist teilweise eine Bergung illegal? Also irgendwo hast du irgendwo ein Schiff, das wird weggeschossen. Ja, und du sammelst die Fracht ein, hast dann praktisch illegales Bergungsgut. Warum? Das Schiff braucht es ja eigentlich nicht mehr, ne? Wisst ihr, was ich meine? Und ich reagiere nur auf Notruf oftmals und sammle die Sachen ein. Das ist irgendwie immer komisch. So, ich müsste erstmal 120 Sprünge nach Hause springen und ich brauche neue Antriebe, Type 9. Es könnte tatsächlich ein Type 9 sein. Ist auf jeden Fall schön, das ist ganz schön weggeschossen worden, das Schiff. Interessant. Ja, aber Jeremy, dann hol dir doch einfach mal ein anderes, andere Antriebe und upgrade sie. Und nimm doch am besten einen Neutronenstern-Highway. Ich habe ja lustigerweise gesehen... Zerfall giftiger Fracht. FSA-Unterbrecher. Schön. Wir haben giftige Fracht dabei, das heißt, unser FSA geht dadurch kaputt. Ich bin sehr begeistert gerade, muss ich sagen. Kann es vielleicht sein, dass durch die Fracht einfach deshalb das Schiff da kaputt gegangen ist? Sind ja schon A-Antriebe, nur noch nicht auf Tier 5. Ich glaube, ich habe auch einen Frameshift-Antrieb auf A und habe, glaube ich, Stufe 4. So, Zerfall giftiger Fracht, Cockpit. Was hast du denn für Fracht? Naja, ich habe Giftmüll, ich habe Schrott, ich habe Chemiemüll. Meine Frage, kann ich eigentlich jetzt hier sterben? Zerfall giftiger Fracht, Sensoren. Okay. Kann ich eigentlich von sowas sterben? Also, dass plötzlich das Schiff explodiert? Geht das? Oder ist das irgendwie... Also, ich frag mal so... Ich frag von einem Freund. Ich glaube, ich sollte die Fracht nicht so lange mit mir rumschleppen. Ich glaube, ich sollte relativ zügig losdüsen. Zerfall giftige Fracht. Kraftwerk. Okay. Bis jetzt ist alles noch okay. Zustand alles 100%. Zerfall giftiger Fracht. Impulslaser. Okay, offensichtlich werden die Komponenten, glaube ich, jetzt relativ eingeschränkt nur noch behandelt. Beziehungsweise es kann durchaus sein, dass es etwas schief geht. Ich glaube, wir setzen mal direkt Kurs dann hier drauf. Und schauen, dass wir viel verkaufen einfach. Weil ansonsten wird es schwierig. Energieverteiler, schön. Also noch bin ich... mit Zustand 100%. Also wenn ich jetzt gleich explodiere, dann wisst ihr Bescheid, ne? Dann ist das keine gute Idee, was ich hier mache. Könnt ihr vielleicht mal auf YouTube schreiben. Oder wenn es jemand auf Twitch weiß, auch gerne hier. Ob das gerade so clever ist, was ich mache. Ich weiß es nämlich nicht. Ich bin mir da relativ unschlüssig. Vielleicht sagt ihr auch alle, um Gottes Willen, Hepi, was machst du denn? Das ist eine sensationell blöde Idee.
Und es fängt gerade Musik an. Das finde ich immer noch viel beunruhigender. Ich finde das noch eine viel schlimmere eigentlich, wenn du Fracht aufnimmst. Schildzellenbank. Aha. Also ich finde das viel schlimmer, wenn irgendwann die Musik so angeht. Denkst du, okay. Und irgendwie muss ich jetzt gerade an Odyssey 2001 denken. Gut. Ich bin mal gespannt. Zerfall giftiger Fracht. Mehrfachgeschütz. Juhu. Pass auf, wir machen einen kleinen Trick. Wir machen jetzt einen kleinen Trick. Weil wir haben jetzt ja 20.000, also wir haben jetzt 20.000 Lichtjahre, ne? Das heißt, wir brauchen 20.000 Lichtjahre, bis wir jetzt bei unserem Ziel sind. So, und was toll ist, jetzt springen wir einfach aus dem System raus und springen wieder rein, dann sind wir jetzt bloß nur 24 Lichtsekunden entfernt. Geht ein bisschen schneller. So. Frage, haben wir eine Station? Nee, ne? So, Systemkarte. Hier haben wir keine große Station. Okay. So. Galaktische Karte. LHS 15. Wenn man draufklicken könnte. So, klack. Klack. Frameshift Drive charging. Okay. Giftiger Zerfall, Landecomputer. Der ist mir gerade eh Schnuppe, weil ich muss eh mit maximaler Warp-Geschwindigkeit jetzt reinfliegen in die Station. So, da brauche ich jetzt eh keinen Landecomputer. Das Tolle ist, ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, ob Silent Running funktioniert. Bei Silent Running sind auch die Schilde offline, oder? Das heißt, ich darf nichts rammen. So. Und schon haben wir nur 28 Lichtsekunden. So. Mal gucken, ob das funktioniert. La 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 la. Di 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 dim di du. Achso, ich muss mit der Geschwindigkeit ein bisschen runter, sonst darf ich ja gleich ein kleines Ehrenründchen drehen und das würde ich gerne vermeiden. Okay, Zerfall giftiger Fracht. Impulslaser, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob Silent Running funktioniert. Ich probiere mal Jeremy's Weg. Einfach mit Silent Running reinfliegen, wird bestimmt gut funktionieren. Mehrfachgeschütz. Okay. Ich glaube, das beschädigt so nach und nach das, die Systeme, glaube ich, weil die giftige Fracht kaputt geht. Du darfst dich halt bloß nicht zu blöd anstellen. Und das sagst du ausgerechnet mir. Also ich möchte mal ganz kurz betonen, mit wem du hier gerade sprichst, ja? Also das Thema blöd anstellen, das habe ich praktisch im Blut. Treibstoffsammler. Super. Ach, ich finde das toll. Ha. Dam da dam da dam da dam da dam da 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 dam. Klack. So. Access
Nein! Okay, ich bin mal, wieso können die mich jetzt scannen? Ich bin doch auf Schleichverdacht und trotzdem kann die mich scannen. Wie geht das denn? So. Ich habe noch ein paar Minuten bis zur Landung. Verstehe nicht, ich bin auf Schleichfahrt und trotzdem kann er mich scannen. So, okay, schau mal. Verlangsamen für automatisches Landen. Den Teufel werde ich tun. Maximal Impulsgeschwindigkeit. Boah, das Schiff ist übrigens gar nicht so leicht zu steuern gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt kann man auch automatisch landen. So, ich hoffe, es knallt jetzt gerade nichts auf mich, weil meine Schilde sind jetzt offline. Ich glaube, ich bin etwas über das Ziel hinausgeschossen mit der Landebucht. So, jetzt bam, puff, explodieren mitten in der Station. Ich möchte übrigens, dass meine Schilde sich genau so aufladen, wenn sie offline sind. So, Sternhafendienste, das musste nochmals üben. Ja, ich habe noch zwei Versuche. So. Kontakte. Schwarzmarkt. So, mal gucken, ob das jetzt gezählt hat. Ingenieure. Der Dweller. Es hat nicht gezählt. 2 von 5. So, schau mal, unten links ist die Station abgebildet. Ja, ich weiß. Da auf die Pfeile siehst du immer, wo du praktisch hin musst. So. So. Weinit, Mineralien. So, verkaufen wir das mal. Und den Schrott verkaufen wir auch. Kodexentdeckungen. Alle Kodexentdeckungen einlösen. Cool, machen wir das mal. So. Hat nicht gezählt. Geil. Das heißt, entweder waren wir hier schon oder es ist nicht das, was ich gerade machen muss. Ein Traum. Aber ich habe doch illegale Frachten. Ich habe doch jetzt was verkauft hier. Also entweder hatten wir den Markt schon. Wenn du im Supercruise genauso hinausspringst, kommst du genau vor dem Eingang raus. Ah, okay. Gut, das ist ganz gut zu wissen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist so toll. Ich klicke da unten.
Ich hasse dieses Menü, echt. Das ist das beschissenste Menü in allen Spielen, das ich jemals gesehen habe. Das Menü ist so zum Kotzen, das ist echt unfassbar. Ohne Mist, ich wünschte, die würden das endlich mal ordentlich fixen. Das ist so lächerlich. Weil ich klicke. Ich klicke hier oben drauf. Es geht nicht. Ich klicke hier unten drauf. Weißt du, man muss unten drauf klicken, mal oben. Ich hasse dieses Menü. Ich hasse es wirklich. Das ist das Letzte. Die Galaxiekarte ist echt, also ganz ehrlich, ich hasse diese Galaxiekarte. Ja, toll, also die Frage, wo der Schwarzmarkt ist. So. Gut. So. Warning. Temperature critical. Na komm, weg hier. Heatsink deployed. Frameshift drive charging. So, zerfallgiftige Fracht, Kraftwerk, schön. So, weg hier. Engage. So. Ich finde es übrigens gut, dass unsere Schilde immer noch offline sind. Das ist bestimmt toll, wenn wir in der Nähe von der Sonne sind. Die Strahlung killt uns bestimmt nicht. So, also die Sonnenstrahlung killt uns jetzt bestimmt gar nicht. Bestimmt vollkommen okay jetzt. So. Wo ist die Station? Irgendwo da hinten, ne? Okay. Wir gehen jetzt genau auf der anderen Seite raus. Das heißt, wir müssen einmal in die Station rumfliegen dann. Damit wir direkt vorne dran sind. Ich habe da ehrlich gesagt unten nie drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Weil lustigerweise ist die Station meistens dann so, dass du, dass das Dingens irgendwo anders ist. Jetzt mal gucken, ob die einen Schwarzmarkt hier haben. Also müssen wir einen Schwarzmarkt hier finden, weil hier drei Stationen sind. Das heißt, jede Station kann einen Schwarzmarkt haben. Was nicht ganz so prickelnd ist. Ich glaube, der war hinter der Station jetzt, ne? Das heißt, ich muss hier einmal rumfliegen und dann nach oben. Yay, wir haben wieder Schilde. Jetzt, wo wir da sind, haben wir wieder Schilde. Geil. So, ich glaube, da müsste jetzt irgendwo der Dingens sein, ne? Ha. Ich habe keine Ahnung, wo der Eingang ist. Da ist der Eingang. So, theoretisch müssten wir jetzt direkt vorne dran rauskommen. Also, mehr oder weniger zumindest. Aha. So. Das müsste so ganz gut ausschauen eigentlich. Hoffe ich zumindest.
Schau mal, ob ich jetzt hier wenigstens mal die Fracht verkaufen kann, ob das dann funktioniert. So viel Tod, so viel Gewalt, wir können nur durch Flucht überleben. So. So, machen wir gleich mal einen Kühlkörper. So, dann haben wir gar keine Hitzesignatur jetzt hat. So. So, okay. Computer, bitte übernehmen. Sehr schön, dann sind wir drin. So. Toll. Wenn man im Landeanflug ist, kann man den Stillflug nicht mehr aktivieren. Deaktivieren. Finde ich gut. So, Kontakte, Schwarzmarkt, Giftmühl, bestätigen. So, jetzt haben wir es auf dem Schwarzmarkt verkauft. Hat es jetzt was gebracht? So, Giftmüll, illegal und gestohlen. So, Ingenieure, der Dweller, 3 von 5, okay. Das bringt tatsächlich was. Wir haben bloß den falschen Schwarzmarkt. Den einen Schwarzmarkt hatten wir vorhin schon. Jetzt ist die Frage. Die Frage ist, ob die beiden hier auch einen Schwarzmarkt haben. Weil wenn die auch einen Schwarzmarkt haben, dann könnten wir hier nämlich das gleich komplett abschließen. Das wäre toll, wenn dem so wäre. Also 3 von 5 haben wir. Dann haben wir das zumindest schon mal abgeschlossen. Finde ich gut. So. So. Ich mach die Kühlkörper übrigens deshalb, weil mit dem Silent Running überhitzt man relativ schnell. Darum möchte ich das gerne vermeiden, dass ich da überhitze. Können die mich eigentlich scannen, wenn ich im Boost bin? Voll vorhin konnten die mich nämlich komischerweise mal kurz scannen. So, und weg. One. Engage. Blub. So, die sind zum Glück gleich ums Eck. Ich glaube, da kommen wir rechts fliege ich rein, ne? Bei den Dingen müsste ich jetzt rechts reinfliegen können. Das heißt, das sollte relativ einfach funktionieren. Ich hoffe mal, dass die einen Schwarzmarkt haben. Ich weiß nämlich nicht. Ja, es wäre nur sehr schön, weil ich würde das mit dem Dweller echt gerne abschließen, dass ich den endlich mal freischalten kann. Viel spannender wird es vor allem bei dem, wie ich dann die Waffen upgrade. Das weiß ich nämlich noch nicht. Weil ich habe nämlich alle Waffen, glaube ich, geupgradet. Das heißt, ich muss, glaube ich, irgendwo eine Dummy-Waffe oder irgendwas kaufen, die ich dann upgraden kann. Oder kann ich bei ihm auch die... Nee, da kann man nur die Pulslaser und so upgraden. Schade. Ich dachte, ich kann vielleicht für ihn auch die anderen Sachen noch upgraden. Also die normalen Waffen, die ich habe, die Mehrfachgeschütze.
So, da fliege ich rein, genau.